eigene Wege entdecken, Echtheit erleben. Emotionen sind Wegweiser für eine erfüllte Beziehung. Und wenn Paare die Kraft der Liebe spüren, scheint alles plötzlich einen Sinn zu ergeben. Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und sogar Ekel. Dann erscheinen die Steine auf unserem Lebensweg, der Schmerz, die Trauer, das Leid, nicht mehr so schwer, so ausweglos zu sein. Wenn wir die Kraft der Liebe spüren, öffnen sich Türen der Sinnhaftigkeit. Die Wissenschaft der Liebe ist jedoch kein Hokuspokus, kein Mysterium, keine Hexerei, wie Sue Johnson in ihren Büchern immer wieder betont. Liebe ist ein Prozess, in dem man sich ständig aufeinander einstellt, eine Bindung eingeht, Signale vermisst und missversteht, auf Distanz geht, repariert und die Bindung weiter vertieft. Es ist genau genommen ein Tanz, bei dem man sich begegnet, trennt und wiederfindet, von Minute zu Minute, von Tag zu Tag. Wir haben vielleicht nur vergessen, verlernt oder müssen erst noch lernen, dass Liebe in uns steckt und lebensnotwendig ist und dass die Emotionen unsere Wegweiser sind. Der Zugang zu den eigenen Gefühlen ist der Schlüssel zu einer sicheren Bindung und zur Autonomie. Beides hängt miteinander zusammen. Das bedeutet, dass wir andere brauchen, um frei zu sein. Von einem sicheren Hafen aus erkunden wir die Welt und kehren immer wieder dahin zurück, wo wir uns geborgen fühlen. In diesem Zusammenhang spricht Sue Johnson von effektiver Abhängigkeit, ein Ausdruck, der oft missverstanden wird. Glauben wir doch gerne, dass wir auf niemanden angewiesen sein sollten. Was dann mit Autonomie bezeichnet wird, so der Psychoanalytiker Arno Grün, ist die Freiheit, sich anderen ständig Beweise der Stärke und Überlegenheit liefern zu müssen. Demgegenüber ist der Zugang zum Lebensbejahenden, zu den Gefühlen der Freude, des Leids, des Schmerz, kurz des Lebendigseins, aus dem Autonomie, die ich meine, sich entwickelt. Diese Ideologie des Herrschens, wie Arno Grün eindrücklich schreibt, gaukelt uns vor, dass wir unsere Gefühle kontrollieren könnten. Die menschliche Entwicklung bietet uns zwei Möglichkeiten, die der Liebe und die der Macht. Gefühle lassen sich nicht kontrollieren, sondern regulieren, und zwar am effektivsten durch sichere Bindungen, die uns Halt und Kraft schenken. Was geschieht jedoch, wenn wir uns in einem negativen Beziehungstanz verlieren? Wir wissen instinktiv, dass Ehekracht, permanente Sticheleien, Feindseligkeit und emotionale Kühle in der Partnerschaft an unsere Substanz gehen. Forscher der Harvard-Universität haben in einer umfangreichen aktuellen Studie herausgefunden, was vielleicht schon viele geahnt haben. Erfüllte Beziehungen beeinflussen unsere Gesundheit, und zwar sehr positiv. Dabei spielen drei Faktoren eine entscheidende Rolle, wie wir im Alter gesund bleiben können. Erstens, Beziehungen zu Freunden und Familien. Demnach kann Einsamkeit genauso tödlich und mächtig sein wie Rauchen oder Alkoholismus, so Robert Waldinger, Leiter der Studie, die bereits 80 Jahre lang durchgeführt worden ist. Die Qualität, und das ist zweitens, zwischenmenschlicher Beziehungen. Kurz, Klasse statt Masse. Drittens, die Beziehungen zu einem Partner. Denn physische und psychische Schmerzen können zum Beispiel aus einer unglücklichen Beziehung resultieren. Überspitzt ausgedrückt, es lohnt sich, in die eigene Beziehung zu investieren, vor allem emotional. So kann man sich durchaus mal einen Weg ins Fitnessstudio sparen. Wahrscheinlich hast du schon mal bemerkt, dass du dich allein schon durch den Gedanken an deinen Lieblingsmenschen wohler fühlen kannst. Du sitzt im Zug, meilenweit von zu Hause entfernt
Und dir kommt plötzlich die Stimme deines Partners oder deiner Partnerin in den Sinn, die Melodie ihrer oder seiner Stimme. Die Melodie deiner Stimme, der Klang deines Herzens, wiegen mich in den Schlaf, der Sturm lässt nach. Melodie deiner Stimme, der Klang deines Herzens, wiegen mich in den Schlaf, der Sturm lässt nach. Durch diese Gedanken wird in unserem Gehirn eine Welle von Oxytocin ausgelöst, das unser Bindungserleben ankurbelt. Es ist ein Neurotransmitter und Hormon, das zum Beispiel beim Stillen oder beim Orgasmus hervorgerufen wird. Dieses sogenannte Kuschelhormon reduziert auch die Ausschüttung von körpereigenen Stressstoffen, stimmt gelassen und selig, was die Bindung zwischen Liebenden weiter stärkt. So Sue Johnson. Eigene Wege entdecken, Echtheit erleben, alles Rogers, alles Rogers.